So, da wären wir wieder gut ernährt am wärmenden Feuer. Ein paar Lebenspünktchen verloren. Stauungsrisiko, Erfrierung, aber Temperatur steigt und so. Also uns ist warm. Schlechte Nachricht, es wird Nacht und ich habe nicht genügend Holz. Heißt mit anderen Worten, ich muss rüber. Ich muss jetzt versuchen, zur Hütte zu kommen. Und wenn ich das richtig sehe, entweder hier lang, was wohl der einfachste Weg wäre, oder mit Glück hier lang und dann darüber. Ich denke mal, das werde ich machen. Denn ich versuche es einfach. Ich habe gespeichert. Und sind zwar immer noch nass. Stürmt immer noch. Warte mal, dann schlafen wir einfach mal noch eine Stunde. Dann sind die Schuhe vielleicht auch trocken. Und ein bisschen Holz habe ich noch, ein bisschen dies und das. 0,8. Essen wir nochmal ein Kilo Fleisch. Ja, passt ja genau. Ein bisschen Wasser. Jawohl. Guck dir das an. Hey, hey. So, speichern, okay, annehmen und los geht's. Es stimmt nicht mehr. Die Temperatur bleibt oben. Das ist sehr gut. Wir sind voll genährt. Okay. Auch wenn es Nacht wird, das sind gute Voraussetzungen. Das sind wirklich gute Voraussetzungen. Es sei denn, die Nacht ist scheiße kalt, weil es nicht verstehen könnte. Aber naja, beiden, gute Nacht. So, hier muss ich jetzt. Kennt man noch nicht. Noch nicht. Gott, wird das dunkel, Alter. Okay. Ja, ich sollte aber trotzdem hier rüberkommen. Denke mal, das wird gehen. Neblig, dunkel, kalt. Ein richtig schöner Ort zum Urlaub machen. Da wir sowieso hier sind, nehme ich mal einfach noch mal ein paar Hölzer mit. Ja, ich weiß, wir sind überladen, es macht aber nichts. Och, da weiter, alles klar. Ja, nö, ach, du packst das schon. Stell dir nicht so an, Junge. Ha? Was? Kampfstiefel an. Kampfstiefel. Oh Mann, das ist noch ein weiter Weg. Und ich weiß nicht, ob wir hier durchkommen. Auf jeden Fall müssen wir immer weiter. Wenn ich da jetzt wäre, ne? Ich würde alles für einen heißen Kaffee tun. Oder eher noch für einen heißen Cappuccino. Kaffee schwarz mache ich ja nicht. So einen schönen Cappuccino. Milch, Zucker drin, dazu irgendwas Schönes zu essen. Perfekt. Ja, wir haben vielleicht ein Problem. Also wir kommen natürlich hier rüber, aber ich möchte natürlich darüber. Weil der Weg einfach kürzer ist. Achso, ja, natürlich. Ich bin natürlich Licht. Ist ja nicht so, dass wir hier was sehen könnten. Also, na.
Okay, das ist schon mal Hürde 1. Wir sind drüber gekommen. Jetzt ist nur noch Hürde 2. Die kleinen Inseln da hinten. Ja, ich kann ja nichts verlegen, bla bla bla. Ich sehe nichts, Alter. Das sieht aus wie so eine radioaktive Wolke, die hier ist. Da. Das sieht echt so. Das sieht aus, als wäre hier die Apokalypse. Der Tatumara-Apokalypse. Okay. Hier ist ein Haus. Das ist ja. Okay, cool. Ja, nö, gerade nicht. Die Socken könntest du eventuell gebrauchen, ja. Kohle nehmen wir mit. Ich hab viel Kohle. Die Kiste, 8 Minuten. Ja, komm. Ach ja, ich benötige Licht. Ich benötige für alles Licht. Teil, Stuhl kann ich leider nicht. Ah, ja. Und ich habe mich total verfranst. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Der Alarm. Da liegt ein Hirsch, den ich nicht auseinandernehmen kann, weil mir Licht fehlt und ich sehe den ja nicht. Krähenfeder? Das ist unser. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Abdruck? Alter, ich sehe mal nichts. Da scheint noch was zu sein. Ja, ein Baumstamm. Geil. Komischerweise finde ich aber Äste, die ich mitnehmen kann. Sehr merkwürdig. Ich muss da irgendwo lang. Na gut, komm, wir gehen lieber erstmal zum Haus. Alte Heimat der Familie Spence. Wenn ich diese Heimat mal finden würde. Da ist was. Der Rucksack. Leer. Geil, ein leerer Rucksack. Toll. Zahnholz, Zedernholz, ich glaube, das kann ich gleich ganz gut brauchen. Ja, Batterie, Stein, Stein, Stein. Hier haben wir ganz viele Bretter, das ist gut zu wissen. Die Ballen. In dieses Haus jetzt. Alter, die Tierstimmen, ne? Kommen wir mal näher. Da ist wieder das Haus endlich mal. Haus! Oh, Alter! Du verdammtes Reh, Alter! Ich dachte, da spaziert jemand im Schnee, Alter! Heilige Mutter Gottes! Ja, du, Alter. Boah. Alter, jetzt habe ich ja, Alter, ich habe ganz kurz echt einen Kasper gekriegt. Das war jetzt echt ein kleiner Schockmoment. Ich dachte, ich hörte nur so Schritte, als wenn da so ein alter Mann durch die. Durch der. Na. Ich muss mich beruhigen. Durch das. Ja, das brauche ich jetzt. Okay, wir finden eine Menge schöne Sachen. Finden wir oben wieder. Oh, cool. Als ob da ein alter Mann. Ich höre nur die Schritte. Alter, also.
Ich habe echt gedacht, da ist jetzt einer. Was war das denn? Schon wieder? Okay, hier liegt irgendwie zu viel Holz rum, muss ich sagen. Irgendwas müssen wir doch machen. Vielleicht echt was, irgendwas mit der Schmiede? Steh doch mal auf, Junge. Okay, Altholz, Altholz. Ich würde sagen, ich mache erstmal den Ofen an. Und dann lassen wir uns erstmal nächsten Tag machen. Nächsten Tag werden. Ich kann auch nichts mehr sehen. Wir sind soweit ja ausgeruht. Gehst du da mal jetzt runter? Danke. Okay, oben Feuer machen. Wir haben von allem genug. Außer von denen. Das machen wir mal so. Denn falls es nicht klappt, geht nur ein Ast. Verschwindet nur ein Ast. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das brauchen wir jetzt. Wir brauchen ein Licht. Ja, geil. Mattenlicht. Alles klar, was haben wir hier? 5, 9, dann nehmen wir davon mal 2 rein, dann hier nochmal ein paar Stöcke reinlegen und ein Tannholz. So. 11 Stunden, das sollte ja wohl reichen. Kochplatz. Brauchen wir so ja gerade nicht und das habe ich übersehen. Ein Hammer zur Metallherstellung, Alter, ich wiege 52 Kilo. Ne? Okay, wir müssen unbedingt Sachen ablegen. Unbedingt. Oh, da ist auch noch was. Oh. Alles klar. Okay, das Ding. Warte mal. Mal eben gucken. Benötigt 150 Grad. Kann ich da 10 Minuten? Okay, 10 Minuten. Dann gucken wir mal. Lass doch mal sehen. Soweit wärmt uns das? Ist gut. Der ist 2, das ist 2,5. Dann gucken wir, was kann der da? Heilige. Der ist gut. Lange braucht er eine Stunde. Ah ja, warte mal. Dann. Wohl. Man macht's gleich. Und dann werfen wir Kohle rein. So, der ist bei 100% und 3. Alter. So, dann kommt der mal dahin. Ah, da sieht er schon so gut aus. Mal. Beweglichkeit geht hoch. Dann machen wir das mal. Dann zerlegen wir den mal. So, haben wir dann noch was? 1,5 von 1 bringt also nichts. Da haben wir nichts. Da haben wir ein T-Shirt, das bringt auch nichts. Dauert 10 Minuten. Schlecht nicht direkt am Feuer, ja, ne? So, dann lass mal gucken. Ein Kohlestück. 150 Grad. 70, 80, 90, komm schon, 100, 101. Okay, wir müssen anscheinend mehr reinigen. Ein bisschen abwarten noch. Okay, 20 Grad bringt das. Das heißt, wir müssen noch 2 Stück nachlegen. Können wir aber nicht, weil die Ausdauer von 12 Stunden erreicht ist. Macht nichts.
Dann mal gucken. Ja. Die gefroren sind. Achso, die haben wir gerade an. Brauchbare Kampfstiefel, neue Kampfstiefel. Warum wiegen die mehr? Egal. Egal. Ich frage gar nicht. So, Mr. Offen. So, das sollte jetzt eigentlich reichen. Und sehr schön. Okay, Schmiede. Wo kann ich mich denn jetzt aufhängen? Okay, das da ist. Das ist die oberste. Ja, ich schritte. Gut, okay, wir schmeißen erstmal. Was? So für die. Ach komm. Ich passe da rein. 5 Kilo. Wie passt da rein? 5 Kilo. 10 Kilo. So, komm her. Och komm, 5 Kilo. Verarschen, ja. So, dann plagen wir die nochmal um. Ein bisschen. Davon lagen wir noch um. Davon lagen wir einen um. Davon lagen wir auch nochmal 4 um. Das nehmen wir alles mit. Erstmal. Gut. Wir müssen noch was trinken. Warum habe ich jetzt nicht das getrunken? Egal. So. Schuhe haben wir. Socken. Bringt auch nichts. Kann auch zerlegen. Hat doch keinen Sinn. Da haben wir nix, Da haben wir noch was. Arbeiterhandschuhe. Und Schutzhandschuhe. Die sind sogar besser als die. Die haben wir an, das Handgelenk, genau. Die Hände warm und die Außendicht ist schön wasserdicht. Und der Teil des Armzudecken, der wurde warm und widerstandsfähig, so wie es sein soll. Die Frage ist, bringt das was, wenn ich dich hier wieder fit mache? Das sind Arbeiterhandschuhe und das sind getragene Arbeiterhandschuhe. Also ich repariere diese erstmal. So, was haben wir denn da? 2. Die kann ich erstmal zerlegen, weil ganz ehrlich. Überhaupt nichts. So, okay. 1 Grad, 1 Grad, 2 Grad. Von Nässe 40. Schutz 3. Geschwindigkeit minus 3. Ja, gut. Ich glaube, wir frieren ja soweit nicht, ne? Wir frieren soweit nicht, deswegen. Pack ich die mal da rein, sonst und ich die Baumwollmütze kann man noch verdingsen. Dann können wir da den Stoff auch einlegen. So, hier Aktion zerlegen. Oh, passt eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen Cut, weil man sieht nichts, ich mache nichts mehr Dolles.
Vielleicht nehme ich die ganzen Dinger nochmal auseinander. Aber dann würde ich sagen, nächstes Mal gehen wir hier rum und dann gehen wir weiter. Weil hier ist einfach nichts mehr. Es ist wirklich trostloses Marschland. Und wir gehen nächstes Mal dann schön in die neue Region. Ne? So. Bis dann. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.